zurück zu Cairn und alles ist vorbei. Underworld? Haltet diesen Kanal frei. Aber Sir, wir haben Störungen im Nordwesten. Die Lage ist unter Kontrolle. Nochmal, haltet diesen Kanal frei. Broke out. Wenn du weg musst. Ich gehe der Sache nach. Ausschwärmen! Waffen bereithalten! Ich halte dir den Rücken frei. Dort vielleicht. Sekundärziel ist die Neutralisierung von Croft. Sie ist allein in der Kirche geblieben? Da drin herrscht der Chaos. Natürlich. Aber es ist Croft. Es gab Wichtigeres, um das wir uns Sorgen machen mussten. Wie wir davon hier entkommen? Sehr schnell rennen. Bitte, bitte, bitte versuch's hier bei uns. Irgendwas ist hier verdächtig. Ihr habt sie immer noch nicht? Nein, Sir. Tut mir leid, Sir. Das reicht mir nicht. Ihr Freund hat die Schatulle. Ich hab's gesagt, für diese Arschlöcher einzuspringen. Vorposten?
Ich hab hier was. Melde mich wieder. Ausschwärmen. Aber haltet Sichtkontakt. Ich halte dir den Rücken frei. Geh voraus. Waffen bereithalten. Ich geh's weiter. Oh, Scheiße. Ich sieh mich lieber mal um. Mann am Boden! Ich kann nicht weit sein. Oh, Scheiße. Ich sieh mich lieber mal um. Sichert nach allen Seiten. Man muss hier irgendwo sein. Lose Rautenformation. Ich sollte mal danach sehen. Sammeln! Bereit machen für Angriff! Zieh wieder her! Attacke! Attacke! Jonah, wo bist du? Ich bin im Zuckerrohrfeld. Sie sehen mich nicht. Halt den Kopf unten. Bin unterwegs. Zuckerrohr alle Einheiten. Höchste Priorität. Findet Lara Croft. Ihr habt den Commander gehört. Weidmanns Heil. Croft, ich weiß, dass du da bist. Ich hätte dich in Sibirien töten sollen, aber Dominguez war dagegen. Meine Schuld. Aber den Fehler korrigiere ich. Jetzt. Ich gebe wohl niemals auf. Hey, wo bist du? Oh, das gefällt mir nicht. Hey, weißt du, in einigen Fässern ist noch Bock. Verdammt, Jameson, mach deinen Job. Brooks, da hat mich nicht so gesetzt. Los geht's. Ich übernehme die Spitze. Down there!
Schatulle! Nein! Jonah! Alles in Ordnung? Mir geht's gut. Alles bestens. Jonah! Oh Gott. Bereit? Oh ja. Alles klar. Bin okay. Was zum Teufel sollte das? Wäre ich du, wär's gut gegangen. Die kommen nicht weit. Geh. Los, wir schaffen das. Wie weit ist es noch bis Paititi? Wir sind fast da. Tut mir echt leid um die Schatulle. Du kannst nichts dafür. Es war Dominguez und Trinity. Schon mein Leben lang, seit ich denken kann, war immer Trinity irgendwie beteiligt. Ich könnte eine Familie haben. Alles hätte anders werden können. Wir werden uns die Schatulle holen und dann schnappen wir uns Dominguez. Eure Hoheit? Lara! Wo ist die Schatulle? Amaru hat sie.
aber der Tod der Sonne ist nah. Wir bekommen sie vor dem Ende des Rituals wieder. Das wird nicht einfach. Wir müssen den Plan anpassen. Bitte, nehmt euch Zeit für eure Vorbereitungen. Wir sorgen für alles andere. Vielen Dank. Ich versuche, Uchu zu helfen. Wenn du was brauchst, sag Bescheid. Okay. Hoffentlich kommen sie frei. Hey Laura, hast du mal kurz Zeit? Komm rüber, wenn du Zeit hast. Uchu möchte dich was fragen. Uchu und ich haben nur geplaudert und... Uchu, was gibt es denn? Der Tag von Ätzlis Krönung rückt näher. Er wird bald ein Mann sein und die ersten Schritte auf seinem Weg zu Paititis künftigem König machen. Klingt, als würdest du diesen Tag herbeisehen. Die Hoffnung auf diesen Tag lässt uns weiter gegen Amaru und seinen Kult kämpfen. Wir alle müssen uns manchmal daran erinnern, wofür wir kämpfen. Kann ich irgendwie helfen? Als Ätzlis Vater Sairi starb, ließ Unuratu mir die Ehre zuteil werden, sein Ersatzvater zu sein. Ich muss 3 heilige Gegenstände für die Zeremonie besorgen. Doch... Doch bei allem, was gerade los ist, schaffst du es nicht. Um welche Gegenstände geht es? Das Amulett des Retters, den Meisterbogen und das Königshorn. Durch sie segnen die Ahnen den künftigen König. Sag mir, was du brauchst und ich sehe, was ich tun kann. Ich habe schon Männer losgeschickt, um das Amulett und den Bogen zu besorgen. Wenn du jetzt noch bei Kabil, dem Instrumentenbauer, das Königshorn abholen könntest, wäre das eine große Hilfe. Er war schwierig, 2 Boten sind gescheitert. Vielleicht kannst du mit seiner Frau reden. Ich glaube, das kriege ich hin. Vorsicht, Kabil ist manchmal etwas gereizt, aber seine Frau Abra kann die Wogen glätten. Unfassbar, wie erwachsen Ätzli in der kurzen Zeit geworden ist. Er wird ein großer König werden. Wie kommt ihr mit dem Plan voran, Ätzli? Es gibt verschiedene Optionen. Okay. Uchu? Kukulkans Armee folgt dem Sakbe zur großen Steinbrücke auf dem Weg zur Pyramide. Wenn wir direkt von vorne kommen, könnten wir sie am besten abfangen. Aber das Risiko ist groß, dass sie uns überrennen. Wenn wir hier lang gehen, wäre das sicherer. Aber unser Timing müsste perfekt sein. Sonst gehen sie uns durch die Lappen. Geht nicht vielleicht beides? Wenn wir von vorn angreifen, gehe ich außen entlang und als Scharfschützin in Position. Dann kriegen wir sie dran. Keine Option ist risikofrei, aber ich finde, das ist die beste. Gut, dann auf deinen Befehl. Stell die Truppen auf. Wir gehen. Dort entlang. Lara? Ich möchte dir das hier geben. Es bringt Glück. Ätzli, das kann ich nicht annehmen. Nach diesem Tag ist die Sonnenfinsternis nicht mehr unser Zeichen. Denn wir behalten die Sonne und du entfernst den Schatten. Danke. Pass auf dich auf, John. Du auch, kleiner Vogel. Thank you.
Brücke. Scheiße. Sie haben die Brücke gesprengt. Wir finden einen anderen Weg. Okay. Siehst du den roten Rauch? Ja. Ich werde es überprüfen. Unuratu hat gesagt, das Purpurfeuer sei ihr Schicksal. Okay. Aber beeil dich. Commander, hier ist Cardinal 2. Brücke ist ausgeschaltet. Gut. Teamleader mit den Fahrzeugen koordinieren. Cardinal 2, Sie sind Ihre Augen. Verstanden. Nicht vergessen, jede Strukturlücke ist ein potenzieller feindlicher Vektor. Hier ist Cardinal 8. Feinde in Sicht. Ändere Kurs auf 105.